Karlstadt, circa 22 Kilometer mainabwärts von Würzburg liegend, besitzt eine der schönsten Ortssilhouetten in Mainfranken. Einer der zahlreichen Glanzpunkte dieser Stadt ist die romanisch-gotische Stadtpfarrkirche St. Andreas mit ihren reichen Figurenschmuck. Willkommen in unserer Kirche, Haus Gottes unter den Menschen. Ort der Stille, Ort der Sammlung, Ort des Gebetes, mitten in der Geschäftigkeit des Lebens dieser Stadt. Gehen Sie ruhig vor bis zur Vierung, da, wo die Mitte dieser Kirche St. Andreas ist, unter den Radleuchter. 12 Türme, 12 Stämme Israels, 12 Apostel, 12 Tore des neuen Jerusalems, heilige Stadt, Stadt Gottes, seine Zukunft mitten in der Stadt, das Rund des Leuchters atmet Unendlichkeit. Gottes Unendlichkeit, die Vierung, quadratisch, Symbol der vier Elemente, Erde, Wasser, Luft und Feuer. Berührungspunkt unserer und Gottes Welt. Himmel und Erde kommen zusammen. Zeichen für Christus, Gott und Mensch ist der Altar. Zeichen unserer Gemeinschaft mit ihm und untereinander hier ist der Tisch des Heiles. Der Ambo, Tisch des Wortes, Wort Gottes wie Saatgut ausgesät. Gottes frohe Botschaft, ausgesät auf unseren Lebensweg zwischen die Steine, unter die Dornen oder auf guten Boden, wo es Frucht bringt, 30-fach, 60-fach, 100-fach. Über Altar und Ambo das Kreuz, der bis zum letzten entäußerte Gott, Mensch ganz unten erniedrigt, bis zum Tod am Kreuz solidarisch mit denen im Dunkel, und doch Licht im Dunkel. Hoch aufstrebendes Haus, ein bergendes Zelt, Tabernakel. Gottes Gegenwart im Zeichen des Brotes. Verborgener Gott, Gott der Ferne, Gott der Nähe, Geheimnis des Glaubens. Ihm gegenüber der Ort des Wortes, bleibende Gegenwart Gottes in der Heiligen Schrift. Wie er zu den Menschen sprach, Fragen um Fragen und doch Halt und Weisung. Der Blick geht weiter nach vorn zum Chor der Kirche. Achteckiger Abschluss dieses Raumes, Zeichen des Himmels. 8 Seligpreisungen, die vom Himmel künden. Hier ist Christus Salvator, Erlöser und Heiland. Heilendes Land für die Wüsten und Verwundungen dieses Lebens. Seine Rechte ist zum Segen erhoben, seine Macht wird zum Segen für alle. Er tritt aus der goldenen Mandorla hervor, lebensverheißend aus dem Gold des Himmels. Geöffnet wie der Muttermund des Lebens ist der Himmel. In einer Kapelle der Taufstein, Anfang eines neuen Lebens, Gottes Geist über den Wassern, neue Schöpfung aus dem Chaos der Sintflut. Friedenstaube, Sakrament, das uns über alle Grenzen verbindet, Weg in die Freiheit durch die Fluten des Roten Meeres, Gottes Offenbarung am Jordan in einem Menschen, Jesus Christus, der selbst zum Wasser des Lebens wird. Die rechte Hand eintauchend, im Zeichen des Kreuzes sich segnen, mit Wasser aus dem Taufbrunnen, nachdenklich, besinnlich, Erinnerung. Ich bin getauft,
lebe ich meine Taufe heute. Daneben der Osterleuchter, Licht des Auferstandenen, Licht in Zeit und Ewigkeit. Durch seine Wunden sind wir erlöst. Er ist Anfang und Ende, Alpha und Omega. Sein ist alle Macht und Herrlichkeit. Heilige Öle in der Nische, heiliges Chrisam, Salböl, Zeichen der Verbindung mit Christus, dem Gesalbten. Zeichen der Christen, die gesalbt sind in seinen Namen zu Königen, Priester und Propheten. In einem Winkel der Kirche, Ort der Geborgenheit, die Gottesmutter. Königin des Himmels, schöne Maria, aus dem Gold des Himmels hält sie Jesus, wird zur Monstranz, zeigt uns Immanuel, Gott mit uns. Pietà, Gottesmutter der Passion, zeigt uns Jesus, Gottes Hingabe an den Menschen. Manche Sorge, viel Leid und Trauer, manchmal auch Freude im Gebet, der brennenden Kerzen, Zeichen des Vertrauens und neu gewonnener Hoffnung. Hoffnung nicht nur für die Lebenden, Hoffnung auch für die Toten. Totenleuchte, uraltes Denkmal dieser Hoffnung. Sankt Andreas, überlebensgroß der Fischer, der erste der Apostel, der seinen Bruder Simon, den Petrus, zu Christus führte, er zeigt auf dem Altar und dem Ambo, er wird zum Hinweis zeigen. Wir haben den Messias gefunden. Beim Hinausgehen, beim Rückschauen, die Frage dieses Raumes, hast du ihn gefunden? Aber auch Hoffnung dieses Raumes, Gott lässt sich finden.